Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch ein Full Face Asian Korean Beauty. Ist ein totaler Trend dieses Jahr gewesen, auch letztes Jahr. Und ich dachte mir, wir schauen einfach mal, was die neuen Produkte aus anderen Ländern können. Ich habe mir eine Videoreihe, wo ich verschiedene Make-up-Produkte aus verschiedenen Ländern teste. Ich habe auch schon mal so ein ähnliches Video gemacht, aber heute haben wir andere Produkte und zwar ein paar echt spannende. Ich habe hier nämlich eine ganze Schale voll mit Make-up und das möchte ich heute mit euch testen. Und falls ihr Lust drauf habt, bleibt gerne dran. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit YesStyle. Das heißt, ich durfte mir die Produkte kostenlos aussuchen. Ich kriege kein Geld dafür. Ich habe aber auch einen Code für euch bekommen, damit ihr 10% sparen könnt. Aber auch an den Links kriege ich kein Geld. Ich sage es immer offen und ehrlich mit euch, einfach, dass irgendwie nichts zwischen uns steht. Und ich würde fast vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ich bin richtig, richtig gespannt, was wir hier finden. Denn diese Korean Beauty Trends kommen ja immer mehr zu uns nach Europa. Und es sind echt spannende Produkte. Ich erinnere mich, dass Hatti zum Beispiel diese Suku Foundation total liebt. Ist eine koreanische Marke, glaube ich. Und die haben echt tolle Produkte. Denn deren Schönheitsideal ist ganz anders als das, was wir haben hier in Europa. Wir orientieren uns eher so ein bisschen an diesem amerikanischen, sehr heavy Contour, sehr bronzed, sehr, ja, so California Girl mäßig. In Korea ist das aber eher so ein bisschen anders. Klar, ich will das Ganze nicht verallgemeinern, aber das ist so ungefähr den Eindruck, den ich bekommen habe. Und ich habe mir ein paar Produkte ausgesucht und ich könnte mir vorstellen, dass sie für euch ganz interessant sind. Mit dem Code, den ich euch unten mit reinschreibe, könnt ihr 10% sparen ab einem Einkaufswert von 49 Euro. Ihr müsst keinen Zoll zahlen und der Versand geht recht schnell. Also je nachdem, welche Produkte man hat. Manche brauchen ein bisschen länger, manches geht schneller. Auf jeden Fall möchte ich anfangen mit Sonnenschutz, denn das ist was, das ist mir damals, bevor das ganze, dieses ganze Skincare-Thema hier nach Deutschland geschwappt ist, dass es mir vor allen Dingen in Japan und Korea aufgefallen ist, dass die Damen und vor allen Dingen auch Herren sehr viel Wert auf Sonnenschutz legen. Deswegen habe ich hier von Misha die Sunmilk mit Lichtschutzfaktor 50+ und dann PA++. Ich weiß nicht, was das heißt, aber das ist ein Sunblocker und den gebe ich mir jetzt erstmal drunter. Es ist zwar heute nicht ansatzweise Sonne, aber Freunde, tragt immer euren Lichtschutzfaktor. Was ich gelernt habe, ich mache es jetzt nicht so viel, aber ich wollte euch den Tipp gerne geben. Man braucht viel Sonnenschutz. Also ungefähr so 1 bis 2 Finger Längen, glaube ich, drauf. Ich nehme jetzt nicht ganz so viel, weil ich bin im Studio und ich kriege keinen Sonnenbrand von meinen Lichtern. Aber Freunde, tragt bitte viel, viel Sonnenschutz. Riecht ein bisschen nach Sonnencreme. Weiß hier tatsächlich gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es in der Kamera aussieht, aber hier im Alltag. Also jetzt hier so. Nicht schlecht. Meine Haut sieht gerade ein bisschen wild aus, denn ich habe gestern eine Ausreinigung im Gesicht vorgenommen und deswegen sieht das Ganze so ein bisschen schwierig aus, aber Freunde, darum soll es nicht gehen. Hat einen sehr, sehr schönen Glow auf der Haut. Ich müsste jetzt natürlich, ich sag's nochmal, mehr nehmen, damit es auch wirklich schützt oder so schützt, wie es schützen soll. Ich wollte es euch aber einfach nochmal demonstrieren. Misha, viele von euch lieben ja die BB-Cream von Misha. Die habe ich auch schon mal ausgetestet. Fand ich auch vom Finish her sehr schön, aber ich hatte leider die falsche Farbe. Das ist etwas, was so ein bisschen schwieriger ist, finde ich, wenn man sich so an Korean Beauty orientiert. Die Farben sind sehr, sehr hell teilweise. Also für mich ist es schon so ein bisschen tricky. Wenn ihr dunkler als ich seid, wird es fast unmöglich da. Also, ne, auch grob gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Farben sind eher Richtung hell gedacht. Deswegen habe ich mir 2 verschiedene Foundations ausgesucht. Einmal hier von Misha. Ihr kennt ja meine Creme, die Misha-Creme, die Glow-Creme. Eine meiner absoluten Lieblings-Face-Creams, die ein super schönes Finish haben, also auch sehr glowy und sehr dewy. Und dazu gibt es die passende Foundation. Das ist die Cover in Glow Cushion Foundation. Ich habe die auch schon einmal ausgetestet, einfach nur um so ein bisschen zu sehen, wie komme ich hier mit der Farbe zurecht und wie sieht die auf meiner Haut aus. Das ist dieses typische Cushion-Ding. Also ihr könnt das hier einmal öffnen, dann ist hier ein Spiegel und hier war noch so eine Quaste, die habe ich aus Versehen weggeworfen. Und dann kann man das Ganze hier aufklappen und ihr habt hier so ein Schwämmchen drin. Die Farbe ist recht hell tatsächlich bei mir, obwohl sie hier so ein bisschen dunkler aussieht. Ich wollte euch aber noch ein anderes Produkt zeigen und ich habe mich echt zusammenreißen müssen, dass ich da nicht reingehe. Und zwar ist das von La Biotte, eine Foundation mit Lichtschutzfaktor 50. Und schaut euch mal bitte dieses Packaging an. Das hat hier so
Es sieht aus wie so Kroko-Muster. Ich liebe dieses Muster. Und dann ist es, also es fühlt sich sehr hochwertig an. Hier ist dann auch noch mal so eine Quaste mit drin. Ich persönlich mag die nicht so gerne, aber schaut euch bitte das mal an. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Das ist hier wie so eine Blume. Und ich gehe jetzt mal mit meinem Finger rein und mische das Ganze so ein bisschen. Ich weiß nicht, was dieses Rosa soll, also dieses Lila soll. Ich swatche einmal kurz in meinem Gesicht und dann swatche ich euch parallel die Misha Foundation mit meinem Finger. Die ist wesentlich heller, aber hat auch viel, viel mehr Deckkraft. Ich glaube, ich mische das Ganze so ein bisschen. Also die Farbe wird natürlich nicht passen bei mir. Wenn ihr hell seid, dann macht ihr mit Korean Beauty definitiv nichts falsch. Dunkler machen kann man es immer noch ein bisschen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Make-up-Pinsel rein und baue mir das so ein bisschen auf. Also das Ziel dieses Looks ist es, ein sehr, sehr natürliches Ergebnis zu haben. Ich glaube, ich nehme die, oder? Ich baue erstmal die hier auf. Ein sehr, sehr natürliches Ergebnis zu haben und Fokus auf der Haut. Also sehr glowy, sehr dewy, aber trotzdem immer noch natürlich. Und ich hole euch gleich mal ein Stückchen näher ran. Ich glaube, auf die Entfernung könnt ihr es nicht sehen. Das sieht ja fantastisch aus. Ich bin jetzt mal ein kleines Stückchen näher rangekommen. Ich weiß nicht, ob ihr, also den Glow, den könnt ihr auf jeden Fall sehen. Ich weiß nicht, ob ihr meine Hautstruktur sehen könnt. Sie riecht ein bisschen nach Sonnencreme, hat die Misha Lichtschutzfaktor drin. Das weiß ich gar nicht. Doch, 45. Also die ist wesentlich deckender, aber auch glowiger. Glowiger? Was ist glowiger eigentlich für ein Wort? Jetzt nochmal hier mit rein und hell mir das hier schon mal so ein bisschen auf. Und da seht ihr, okay, die hat auf jeden Fall Deckkraft. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so deckend ist. Deswegen blende ich mir die hier nochmal so ein bisschen. Und dann nehme ich meinen Beauty-Schwamm und arbeite mir das Ganze nochmal so ein bisschen ein. Einfach um diese Strokes rauszukriegen. Aber es sieht extrem frisch und glowy aus. Also das Finish gefällt mir sehr gut. Für mich persönlich könnte sie noch etwas deckender sein, aber Skin Goals. Ich habe mir auch einen Concealer ausgesucht und der ist von The Siam. Ich weiß es nicht. In der Farbe 2, auch hier, Freunde. Aber ihr, also, ihr seid auf meinem Kanal. Was glaubt ihr, was hier passiert? Glaubt ihr, dass ich je passende Foundations habe? Nope. Der ist ein etwas kleinerer Concealer, kann ich mir aber gut vorstellen zum Verreisen. Hat so ein typisches Concealer-Füßchen. Und das setze ich mir hier unter die Augen. Fühlt sich sehr, sehr cremig an. Ich sehe jetzt total überbelichtet aus, aber lasst euch gesagt sein, das ist dieser Glow. Blende mir das Ganze mal so ein bisschen ein. Oh, schöne Deckkraft. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Freunde, werde ich hier noch zu einer Natural Queen? Ihr seht ja, ich habe noch nichts gesettet, wie extrem glowy mein Gesicht ist. Der Concealer gefällt mir so mit der Foundation auch in Kombination sehr, sehr gut. Ich sette mein Gesicht mal ganz, ganz leicht. Ich habe kein Puder gekauft. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier mal meins, was ich hier habe. Und sette nur wirklich so ganz leicht. Also ich möchte jetzt gar nicht so diesen Glow wegnehmen, weil es gefällt mir richtig, richtig gut. Nur an den Stellen, wo ich gleich so ein bisschen Bronzen und Blush auftragen möchte, weil sonst wird es sehr schnell sehr, sehr fleckig. Also Base gefällt mir extrem gut. Ja, die Deckkraft ist natürlich keine Full Coverage Foundation und das, was ihr hier so bei mir kennt. Aber, Freunde, haben wir hier etwas gefunden, was uns gefällt. Übrigens, die Kette hier habe ich auch bei YesStyle gekauft, genauso wie diese Brille hier. Ihr seht die ganze Fantasy gleich am Ende. Und ich habe auch eine Maske gekauft. Die mache ich die Tage mal. Die könnt ihr dann bei Instagram einmal sehen. Das ist eine V-Lifting-Maske hier für das Doppelkinn hier. Bin ich gespannt, erinnert mich so ein bisschen an das von Huda Beauty, aber Huda Beauty ist ja eh so ein bisschen, ne? Okay, Base gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss noch so ein bisschen hier unter meinen Augen setten, aber es ist sehr, sehr glowy und fühlt sich an, als hätte ich tatsächlich nichts im Gesicht. Und ich weiß, dass ganz viele von euch das mögen, dieses sehr natürliche. Und wenn man dann möchte, dann kann man natürlich auch raufcaken. Aber so für den Alltag ist das ein sehr, sehr schöner Look. Ich habe noch zwei weitere Produkte. Einmal hier diese Vierer-Palette. Die ist von I'm Meme. Ich finde die Namen so krass. Und da sind vier verschiedene Contour-Bronzertöne drin. Sehr, sehr kühl. Ich habe schon mal so ein bisschen gemischt. Weswegen ich jetzt mit so einem fluffigen Pinsel in die hellste Farbe erstmal reingehe. Ach komm, wir gehen hier überall rein. Und das setze ich mich hier hin. Okay, also es ist tatsächlich extrem kühl. Falls ihr einen Kontorton sucht, der kühl ist. Das Schöne ist, die Sachen bei YesStyle sind halt auch wirklich nicht so teuer. Also ich hatte sonst immer so ein bisschen Angst, dass wenn man
Koreanisches oder Make-up aus anderen Ländern kauft, dass man sehr, sehr viel Geld extra zahlt. Den Eindruck habe ich jetzt aber nicht. Tolle Palette. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich persönlich würde jetzt aber noch ein bisschen Bronzer brauchen, finde ich, damit das nicht ganz so verrückt aussieht. Ich nehme jetzt hier meinen Nabla-Bronzer und gehe hier einfach nur so ein bisschen rüber, um das hier etwas wärmer zu haben. Hier habe ich noch von Harper & Heather, die Verpackungen sind alle wirklich süß, ein Blush, auch von einem Meme. Da ist nämlich auch wieder so ein Spiegelchen drin und ein Blushpinsel. Ja, also ich glaube, damit möchte ich keinen Blush auftragen. Aber hier könnt ihr sehen, es sind zwei verschiedene Farben drin. Einmal eher so ein zartes Babyrosa und dann ein Lila. Und das fand ich eine ganz spannende Farbkombi, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Ich gehe jetzt mal mit dem Pinsel von Essence hier einfach in beide Farben rein. Pinsel sieht gut aus. Und das setze ich mir hier hin. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Angst vor diesem Lila, aber das ist ja so ein zarter Lila-Ton, dass er sehr, sehr frisch aussieht. Also, das ist wie so ein lila Corrector. Gefällt mir auch sehr gut. Schaut euch bitte meine Base an. Also, das ist ja wohl hier ein Traum, oder? Weil ich habe mich jetzt für die Coringo Shabam Shabam Eyeshadow-Palette entschieden. Liebe den Namen. Das ist wirklich so eine ganz, ganz kleine Mini-Palette in so Maxim Giacomo-Farben, ja? Also das, wenn ich so eine kleine Palette machen würde, dann ist das schon ein Teil davon. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe euch jetzt gleich nochmal so ein Stückchen näher geholt, dass ihr auch alles sehen könnt. Ich möchte jetzt so einen, ja, einen sehr, sehr süßen Look schminken und nehme dafür als erstes einen großen fluffigen Pinsel und gehe in diese Farbe hier rein. Okay, sie staubt ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Und die gebe ich mir hier als Transition Shade hin. Das wird ein sehr, sehr monochromer Look, Freunde. Ihr wisst ja, ich liebe diese soften, einfachen Looks, ist aber gut pigmentiert. Also nochmal, ich sage es ja immer wieder, aber vielleicht gucken ja Leute das erste Mal zu. Kickback in der Palette ist absolut nichts Schlimmes, solange die Pigmentierung stimmt. Und es liegt auch so ein bisschen daran, dass man dadurch einfach die Lidschatten etwas pigmentierter bekommt. Wenn die fester gepresst sind, dann kommen die Pigmente manchmal nicht mehr so gut raus. Also lasst euch das gesagt sein, das ist nichts Schlimmes. Ich finde, das wird immer so ein bisschen übertrieben, wenn so bei Reviews von anderen so, oh mein Gott, das hat so viel Kickback. Klar, wenn die Palette halb rausbricht, nicht so schön. Wenn es ein bisschen staubt in der Palette, gar nicht schlimm. Wunder, wunderschöne Farbe. Ließ sich sehr, sehr gut verblenden. Gefällt mir sehr gut. Ich gebe jetzt hier dieses dunklere Braun einfach auf mein Augenlid, um das zu verdunkeln. Wie gesagt, das wird ein sehr monochromer Look. Natürlich könnt ihr damit auch verschiedene Looks machen, aber ich wollte das Ganze jetzt auch wirklich so subtil und soft wie möglich halten. Die hat zum Beispiel gar kein Kickback mehr. Und gehe jetzt mit dem kleinen Pinsel hier in meinen unteren Wimpernkranz. Sehr pigmentiert, gefällt mir sehr gut. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel hier in diesen Schimmerton und setze mir den an meinen Inner Corner. Der ist so ein bisschen, ich swatche ihn euch mal kurz, der hat so ein paar verschiedene Reflexe mit drin. Gefällt mir gut. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe hier in dieses Rot. Auch das fühlt sich sehr weich an. Das ist so ein Weihnachtsrot. Und das toppe ich hier nur so ganz leicht drauf für so ein bisschen Bewegung. Ich habe auch eine Mascara und zwar ist die von Innisfree, die Skinny Mikrocara Zero. Das ist so ein ganz, ganz kleines Bürstchen. Und damit kann man perfekt, glaube ich, den unteren Wimpernkranz tuschen, ohne dass man irgendwo rankommt. Okay, die gefällt mir nicht, weil das ist I. Das ist nur Wasser. Das ist schwarzes Wasser. Okay, ich habe einmal Mascara raufgemacht. Ist ein sehr einfacher Look, finde ich aber schön. Ich glaube, mit einem bisschen schwarzen Kajal würde das Ganze noch mehr rauskommen. Ich glaube, dass das aber schon, also im Auge, zu viel für Korean Beauty Trends ist. Ich habe das jetzt aber so ein bisschen an mich angepasst und das gefällt mir wirklich gut. Ich habe noch ein Produkt, was ich mir eigentlich für was anderes bestellt hatte. Das ist aber von Peripera, so ein Ink Velvet. Ich trage ihn jetzt auf. Er ist extrem hell und passt nicht zu dem Look, aber Achtung. Das ist eine Hausnummer. Also das ist das krasseste Rot-Orange überhaupt, extrem deckend. Aber ich mache einmal alles fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look.
Abgesehen von der Lippe, die jetzt nicht zu dem Auge passt, aber sich trotzdem wunderschön anfühlt, liebe ich diese Base. Ihr seht immer noch diesen Glow und ich habe keinen Highlighter benutzt. Wie wunderschön ist das? Ich habe noch so ein bisschen schwarzen Kajal mit reingemacht. Ich finde, es passt so ein bisschen besser zu mir und zu diesem ganzen Setting hier auch so mit der Schlosskette und dem Ohrring und so. Freunde, ich bin sehr gespannt, was ihr zu Korean Beauty im Allgemeinen sagt. Lasst mich es gerne unten in den Kommentaren wissen. Schaut gerne mal bei Yesterday vorbei. Denkt an den Code, damit könnt ihr ein bisschen was sparen. Und ich freue mich, noch mehr Produkte auszuprobieren, weil das ist wirklich wunderschön. Also passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.